Hallöchen, schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Bartpflegerezension hier auf diesem Kanal. Heute geht es um das Bartpflegeset von Blackbeards und das bedeutet insbesondere die Blackbeards Premium Bartseife, den Premium Bart Balsam und selbstverständlich natürlich auch das Premium Bart Öl. Falls du Blackbeards noch nicht kennst, das ist so einer der größten deutschen Online-Shops zum Thema Bartpflege. Ja genau, und vor ein paar Wochen hat mich einer von euch tatsächlich in den Kommentaren gefragt, was ich denn von Blackbeards halte. Und da ist mir eingefallen, dass ich vor ein paar Jahren schon ein Bartpflegeset von denen hier hatte, was ich aber ironischerweise niemals rezensiert habe. Dieses gesamte Bartpflegeset bzw. das Bartpflegeset in allen drei Geruchsrichtungen ist in Kooperation mit Meissner Tremonia entstanden. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, aber hier hinten ist dieses Meissner-Logo. Das ist jedenfalls eine Seifenmanufaktur und ein Naturkosmetikhersteller aus Dortmund. Und die beiden Marken haben eben eine Kooperation eingegangen, was sich, kleiner Spoiler, vor allen Dingen bei der Bartseife zeigt, denn die ist ausgesprochen mild. Ich möchte vorab ein bisschen was zu den verschiedenen Geruchsrichtungen sagen, denn ich habe hier eine Geruchsrichtung da und das ist Salbei-Zypresse. Wirst du wahrscheinlich nicht lesen können, weil es viel zu hell ist durch die Lampe. Auf jeden Fall ist das so eine fruchtige, würzige Geschichte, riecht echt ziemlich stark nach Salbei mit einer etwas krautigeren Unternote, würde ich sagen. Ja, oder so dieses klassisch holzige, was viele Bartpflegeprodukte typischerweise so haben. Es gibt aber außerdem noch zwei weitere Geruchsrichtungen, die ich jetzt hier als Bartöltester da habe. Und zwar ist das einmal Minze-Menthol, was eben nach Minze riecht hauptsächlich. Und dann eben einmal Blutorange-Sumatra-Harz. Ist ein bisschen fruchtiger. Diese harzige Komponente kommt jetzt auch in vielen Bartpflegeprodukten immer stärker vor. Damit möchte ich zu den verschiedenen Produkten kommen und ich möchte erstmal ein bisschen was zu der Aufmachung und ja, den Labels und so sagen, denn das ist ehrlich gesagt was mir jetzt nicht ganz so gut gefallen hat, beziehungsweise was so ein bisschen ja, fast schon negativ auffällt oder zumindest nicht ganz so gut, wie das bei vielen anderen Bartpflegeprodukten ebenso der Fall ist. Denn ich finde den Print im Allgemeinen so ein bisschen, ja, grob fast schon. Ist jetzt nicht super drastisches, also der Flakon und die Dose vom Bartbalsam sind beide aus Glas und fühlen sich von der reinen, ja, Verpackung her sehr hochwertig an. Nur halt die Sticker sind so ein bisschen das, was hinterher steht. Und das finde ich halt eben im Vergleich, wenn man das jetzt mal so im Vergleich jetzt mit anderen Bartpflegeprodukten, ja, hinkt das halt eben fast schon so ein bisschen hinterher. Aber Verpackung ist ja auch nicht das Wichtigste. Kommen wir jetzt erstmal zu der Pflegeleistung. Und da möchte ich mit meinem absoluten Highlight anfangen, und zwar mit der Bartseife. Zuschauer, die schon etwas länger hier zuschauen bzw. schon die eine oder andere Rezension von mir gesehen haben, wissen, dass ich ein unfassbar großer Fan von Bartreinigungsmitteln aller Art bin, also Shampoos und Seifen, die den Bart nicht zu stark austrocknen. In fast jeder Rezension, in der es um Bartshampoos geht, fällt bei mir das Wort Sulfate bzw. sulfatfrei oder nicht sulfatfrei. Und der Grund, warum ich da so einen großen Wert drauf lege, ist ganz einfach, dass 9 von 10 Bartshampoos und Bartseifen, die mir ja, dazwischen kommen, also die ich teste, dass 9 von 10 Produkten meinen Bart zu stark austrocknen. Und dabei spielt es keine Rolle, in welchem Preissegment wir uns da bewegen. Das ist bei preiswerten wie auch bei teureren Produkten der Fall. Und ich persönlich merke das immer daran, dass sich mein Bart nicht so gut bändigen lässt. Und das Erste, was ich tatsächlich gemacht habe, nachdem ich das Bartpflegeset getestet habe, ist, dass ich Mike, also den Inhaber von Blackbeards, nochmal angeschrieben habe und gefragt habe, hey, wie ist denn das eigentlich? Habt ihr irgendwas an der Rezeptur geändert? Weil ich hatte das Bartshampoo vor 2 Jahren schon mal hier und ich kann mich nicht erinnern, dass das damals so mild irgendwie gereinigt hat. Ja, und dann hat er gesagt, ja, natürlich, denn das ist ja auch jetzt kein Bartshampoo mehr, sondern eine Bartseife. Ich denke, für den Konsumenten, also für dich, wird das wahrscheinlich auf das Gleiche rauskommen. Mir ist es zumindest schnurzpiep, egal ob das Bartseife oder Bartshampoo heißt. Fakt ist, dass das hier den Bart sehr weich lässt und nicht zu stark austrocknet. Der Bartbalsam ist so ein typischer Shea Butter plus verschiedene Öle, relativ weicher und hauptsächlich pflegender Bartbalsam. Ich persönlich begrüße es, wenn in Bartbalsamen ein hoher Anteil Shea Butter drin ist, weil das mir persönlich nämlich immer erlaubt, den Bart dann
besser unter Kontrolle zu kriegen. Ich habe das Gefühl, dass manche Hersteller sich nur auf Lanolin und Bienenwachs und so stürzen und diese fettenden Komponenten komplett außer Acht lassen, beziehungsweise die geschmeidig machenden Komponenten. Aber tatsächlich stelle ich immer mehr fest, auch wenn es beispielsweise um das Thema Schnurrbartwachs geht, dass Shea-Butter einfach ein unerlässlicher Bestandteil von festen Bartpflegeprodukten ist. Und so ist es auch hier. Was mir hier dran positiv aufgefallen ist, verglichen mit dem Bartmann-Bartbalsam, ist, dass er noch so einen gewissen Glanz liefert, was ich übrigens auch von dem Gölz-Bartbalsam kenne und damals auch als Alleinstellungsmerkmal gewissermaßen hervorgehoben habe, weil er nämlich dadurch dem Bart so ein gewisses Schillern verleiht, was vielleicht dafür sorgen könnte, dass der Bart unter Umständen ein bisschen dichter aussieht. Fand ich ganz gut, aber ansonsten, ja, halt ein Bartbalsam und tut eben genau das, was ein Bartbalsam sollte. Und dann habe ich hier natürlich noch das Premium-Bartöl. Das hier enthält vor allen Dingen Jojobaöl und Passionsfruchtöl. Letzteres kenne ich jetzt nicht so gut, weiß auch nicht, was das für pflegende für eine Pflegewirkung hat. Aber das Jojobaöl erkennst du sehr deutlich daran, dass das hier ein sehr goldfarbenes Bartöl ist. Das ist sehr häufig der Fall, wenn Öle einen hohen Jojoba-Anteil haben, dass sie dann diese goldene, goldgelbe Farbe haben. Außerdem ist hier drin Arganöl, was auch sehr, sehr gut ist. Und dann eben an pflegenden Bestandteilen noch Vitamin E und Sonnenblumenkernöl. Aber abgesehen von der Aufmachung, die ich ja am Anfang jetzt schon so ein bisschen moniert habe, muss ich sagen, dass das hier auf jeden Fall auch ein extrem, extrem gutes Bartöl ist. Unterm Strich finde ich, dass die einzelnen Komponenten von dem Bartpflegeset einen sehr guten Einstieg in das Premium-Segment darstellen. Das Bartöl bekommst du beispielsweise für 24,95 Euro plus Versand für 30 Milliliter, was preislich definitiv in dem Premium-Segment ist. Aber ich finde, dass es trotzdem noch ein sehr guter Deal ist für die Pflegeleistung, die du bekommst. Denn das hier ist tatsächlich besser als 90% aller Bartöle, die auf dem deutschen Markt unterwegs sind. Ja, also du hast halt häufig einfach dieses Normalo-Segment und dann eben das Premium-Segment. Und da ist das hier auf jeden Fall so in der Mittel- bis Oberklasse dabei. Und deshalb kann ich das gesamte Bartpflegeset von seiner Pflegeleistung her sehr empfehlen. Und es ist in meinen Augen, wie gesagt, ein sehr guter Einstieg in dieses Premium-Segment. Das war soweit meine Meinung zu Blackbeards. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Falls du Fragen oder Anregungen hast, kannst du das gerne in die Kommentare reinschreiben. Und wenn du dir die Produkte anschauen möchtest, dann kannst du gerne in die Beschreibung schauen, denn da habe ich dir alle drei verlinkt. Also vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn du diesen Kanal noch nicht kennst, kannst du ihn gerne abonnieren. Ansonsten vielen Dank. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.